Es ist Punkt 10 in Deutschland, Österreich, Schweiz und wo immer Sie uns zuhören, hoffentlich auch. Es ist Montag, der 22. Februar 2016. 5 Tage die Woche, 5 Trader, 5 Stile, kurz, knackig, prägnant. Hier tradet Deutschland. Ich grüße Sie aus Berlin. Admiral Markets, Jens Schanowski. Mir gehören die ersten 1-2 Minuten. Ich darf Ihnen die Proforma-Dinge erzählen, bevor gleich dann der Trader des Tages, heute Thomas Strubeck, übernimmt. Titel gehört zum Proforma, sehen Sie eingeblendet, ich habe es genannt. Willkommen, schön, dass Sie live dabei sind. Zu Beginn natürlich auch immer Risikohinweis bei Admiral Markets. Es geht immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Sie sonst Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, machen Sie sich mit den Risiken vertraut, starten Sie vielleicht mit einem Demokonto und dann später, wenn Sie sicher fühlen, gerne mit einem Live-Konto. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei Admiral Markets gar nicht. Sie treffen jede Trade-Entscheidung vollkommen autark und selbsttätig. Insbesondere hier bei dem Punkt 10 Webinar, bitte fühlen Sie sich auch nicht zum Nachtraden eingeladen, darum geht es nicht. Es geht darum, wie findet man die Trading-Idee des Tages, Screening der Märkte, wie mache ich Trade-Management, wieso heute eine kleinere, morgen eine größere Position, habe ich heute Kurshorizont von 5 Minuten, morgen von 5 Tagen und so weiter und so fort. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Unsere Moderatoren, das ist unser Schema. Heute ist Montag, deswegen wird gleich der Thomas Strubeck übernehmen. Und wenn Sie einen anderen Trader und einen anderen Stil kennenlernen möchten, seien Sie herzlich willkommen, auch an den anderen Tagen mal reinzuschauen. Dienstags der Costa, Mittwoch der Heiko, Donnerstag der Jochen und am Freitag der Dirk. Hier tradet Deutschland. Berlin, Würzburg, München, Stuttgart und Frankfurt ist vertreten, wie Sie sehen können. Getradet wird in unserem Flaggschiffkonto namens Admiral Markets, heißt genauso wie der Broker. Viele, viele Vorteile existieren dazu. Wenn Sie mehr Details haben möchten, einfach mal auf unsere Webseite admiralmarkets.de gehen. Einige wenige kann ich immer nur nennen. Kostenloser SMS-Service, wenn Sie sich dafür registrieren, für Ihr Trading-Konto, dass Sie über einen drohenden Margin-Call zum Beispiel auch per SMS informiert werden oder bei größeren Ein- und Auszahlungen auch eine kostenlose SMS bekommen. Keine Requotes, keine Restriktionen, keine Mindesthalterdauer. Im DAX ein Punkt, typischer fixer Spread und vieles weitere mehr. Alle Details, wenn Sie denn möchten, auf der Webseite gerne. Und natürlich auch noch, wie Sie uns kontaktieren können, wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail oder auch Social Media. Sie sehen es eingeblendet. Wir zeichnen fast alle Webinare auf, die dann wenige Stunden später auf unserem YouTube-Kanal, den Sie eingeblendet sehen, zum nochmal anschauen, verfügbar sind. Ja, das war es von meiner Wenigkeit und damit sage ich schönen guten Morgen, lieber Thomas Strubeck. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Leg los, deine Trading-Idee des Tages. Ja, einen schönen guten Morgen, Thomas Strubeck hier. Ich schalte mal meinen Bildschirm frei. Der sollte dann hoffentlich jetzt auch zu sehen sein. Und vom Ton her müsste ich gut zu hören sein, zumindest ist die Anzeige grün. Dann können wir direkt loslegen. Ja, also wie gesagt, wunderschönen guten Morgen. Wir machen einen kurzen Rückblick natürlich auf den Trade der letzten Woche, auf die Trading-Idee und dann gibt es auch wieder eine Trading-Idee für den heutigen Tag oder für die nächsten paar Tage. Trading-Idee letzte Woche, ich zeige es Ihnen nochmal ganz kurz und fange damit mal mit dem DAX an. War ja, wir hatten letzten Montag den DAX hier mit einem sehr, sehr starken über Wochenende Gap, also Over Weekend Gap sozusagen, in den Handel gestartet. 150 Punkte zwischen Freitagsschlusskurs und Montagseröffnung. Und ich hatte hier auf einen Close des Gap, also auf einen Schluss oder auf ein Schließen dieser Kurslücke sozusagen spekuliert oder zumindest ein teilweise Schließen, hatte den Markt hier geschortet mit dem Ziel, dass der DAX hier nochmal in diese Kurslücke, ich zeichne die hier nochmal ein, damit man sie besser sieht, zurückfällt. Das hat er leider nur teilweise gemacht, also am Dienstag ging es ein bisschen in die Richtung, aber nicht so weit, wie ich es mir vorgestellt habe, relativ schnell wieder nach oben. Und von daher zeige ich Ihnen mal kurz, wie der Trade ausgegangen ist. Ich bin mit meinem Stop-Loss rausgeworfen worden, das war hier der Tag, also Stop-Loss ist hier rausgeworfen worden und habe mich dummerweise am nächsten Tag, am Dienstag nochmal verleiten lassen, ebenfalls nochmal zu shorten und zu sagen, als es dann hier runterging, ich spekuliere nochmal drauf, dass die Kurslücke geschlossen wird, war aber nicht der Fall, bin dann hier auch mit dem Stop-Loss rausgegangen und hatte am Montag letzte Woche auch schon gesagt, hier bei solchen Situationen oder in dieser Situation, wie wir sie damals hatten, ist es auf jeden Fall wichtig und zwingend, einen Stop-Loss reinzunehmen, denn der Markt kann eben sehr dynamisch verlaufen und wir haben es dann auch gesehen. Ich gehe hier nochmal auf den
Chart ohne die ganzen verwirrenden Linien. Am Mittwoch ging es dynamisch nach oben, am Donnerstag ebenfalls nochmal ein Schub. Also wenn man hier ohne Stop-Loss agiert hätte, dann wäre man halt ja, entsprechend immer noch mit einem kräftigen Minus sozusagen in der Position drin. Und das wollte ich für diesen Trade vermeiden, von dem her per Stop-Loss ausgestoppt. Leider dieser Gap-Close nur partiell, aber die Kurslücke bleibt weiterhin. Vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, solche Kurslücken werden über kurz oder lang irgendwann in der Regel geschlossen. Ich sage es mal so, vorsichtig. Wir haben hier oben auch noch eine kräftige Kurslücke zwischen 10,5 und 10,3. Auch die wartet noch auf Schließung. Kann mir durchaus vorstellen, dass der DAX im nächsten Abwärtsmove diese Kurslücke hier nochmal herausnimmt. Aber ich gehe nochmal zurück auf den Trade von vor 2 Wochen. Da hatten wir den Gold im Fokus und Gold läuft bei mir noch, wie Sie sehen, mit 2 Positionen, die auch weiterhin momentan im Minus sind. Ich gehe hier nochmal auf den Chart. Da hatte ich ja gesagt, wenn der Goldpreis hier Richtung 1200 marschiert, dann fange ich an, in dem Bereich Short-Position aufzubauen. Vielleicht dann den Wochenchart, dann sehen wir es ein bisschen besser vom Trend her, um dann nochmal auf diesen Abwärtstrend zu spekulieren. Jetzt hatten wir aber hier diesen Ausbruch aus diesem Abwärtstrend und zumindest hier ja, erwarte ich zumindest nochmal eine kleine Beruhigung, deswegen habe ich auch die 2 Positionen noch drin und habe sogar in der letzten Woche nochmal eine Short-Position dazugenommen. Das war hier am Freitag, habe ich das 3-mal probiert, 2-mal hat es nicht geklappt, beim 3. Mal blieb die dann auch übers Wochenende drin. Ich hatte hier 2 kleine Verluste sozusagen mit der Short-Position und die eine habe ich jetzt, also die ich jetzt hier am Freitag geschortet habe, und heute Morgen wieder rausgenommen. Erstmal mit einem Plus von ungefähr 170 Punkten, das heißt, das deckt so diesen Verlust dieses Shorts hier bisher ab. Und ja, wie gesagt, muss man mal gucken, wenn die Erholung an den Aktienmärkten noch weitergeht, dann gehe ich auch davon aus, dass der Goldpreis hier durchaus auch nochmal unter die Marke von 1200 Dollar guckt, sodass wir zumindest mit der 2. Position noch plus minus null rauskommen und mit der 3. dann entscheide ich dann spontan, was ich mache, aber ich rechne hier schon nochmal mit einem Rücksetzer unter die 1200 Dollar, vielleicht hier in den Bereich von 1180 sowas in die Ecke rein und dann würde ich auch den Trade auflösen. Bisher halte ich noch fest an dem Short, eben auch als, aus Überzeugung sozusagen, dass wir da nochmal runterrutschen. Das wie gesagt zu den rückblickenden Trades von letzter Woche und vorletzter Woche. Was habe ich für diese Woche mitgebracht? Habe ich mir einmal den S&P 500 angeschaut, den amerikanischen breit gefassten amerikanischen Aktienindex. Und wenn wir uns hier mal den Tageschart angucken, ich zoome es vielleicht noch mal ein bisschen näher, dann sehen wir hier diese starke Abwärtsbewegung wie an allen Aktienmärkten seit Anfang des Jahres. Ist der S&P 500 hier von 2080, ungefähr 2088 runtergefallen auf ja, knapp 1800 Punkte. Es gab eine kurze Erholungsbewegung bis 1930, dann ebenfalls nochmal der Test dieser Tiefs und wir sehen jetzt hier in dem Bereich ja so eine Art Doppelboden, halt das ist die falsche Linie. Hier so eine Art Doppelboden, der sich hier abzeichnet, also die Marke von 1800 Punkten, die ja, scheint hier erstmal kurzfristig zu halten und wir sehen auch im Chartverlauf hier so eine kleine entstehende W-Formation, das ist eine Umkehrformation, das heißt, wenn so ein W abgeschlossen wird, wäre das klassischerweise ein Umkehrsignal, kurzfristige Entspannung sozusagen für die Aktienmärkte und dann könnte der S&P und auch die anderen Aktienmärkte selbstverständlich noch ein bisschen weiterlaufen. Wir haben hier diese obere Begrenzungslinie des Ws bei ungefähr 1940, sowas hier in der Ecke und meine Trading-Idee für heute bzw. für die nächsten Tage ist, hier einfach einen Stop-Buy rüberzulegen und zu sagen, okay, wenn hier das W abgeschlossen wird, wenn wir hier drüber laufen, dann eben mit einer Fortsetzung dieser Rallye, dieser momentan laufenden Rallye zu rechnen, dass wir zumindest hier nochmal Richtung 2000, also ich gucke mal hier die nächsten Widerstände, sage ich mal hier im Bereich 1990, 2000, sowas in die Ecke reinlaufen, vielleicht sogar ein bisschen höher und dann eben hier mal einen kurzfristigen Schwung mitnehmen. Deshalb den Stop-Buy brauche ich. Handel, genau. Deswegen legen wir eine Stop-Buy-Order hier in den Markt und die lege ich eben überhalb dieser Widerstandslinie, die wir hier oben noch haben. Also ich sage jetzt mal roundabout, lagern Sie mich da nicht auf den Punkt fest, ungefähr bei 1948 Punkten, 1950, sowas in der Ecke, da liegt mein Stop bei. Wenn der Markt also hier dieses W vollendet, diese W-Formation vollendet, hier eine kleine Wende
eben sich abzeichnet, dann möchte ich gerne per Stop-Buy in den Markt rein mit dem Kursziel Richtung 2000 zu laufen. Das muss nicht ganz die 2000 Punkte werden, das können wie gesagt auch 1990, sowas in die Ecke, da möchte ich gerne dann den Markt haben. Und ich würde diesen Trade sehr, sehr eng abstoppen, denn was hier nicht passieren darf, ist, dass wir ein kurzes Überschießen kriegen über diese Widerstandsmarke und dann der Markt gleich wieder nach unten bricht. Dann wäre das halt ein Verkauf, ein Fehlsignal sozusagen, Fehlausbruch und dann könnte es natürlich auch durchaus wieder kräftiger runtergehen, das möchte ich dann nicht mitlaufen. Das heißt, wenn ich hier eingestoppt werde, dann ziehe ich den Stop, wenn der Markt sich nach oben bewegt, relativ eng nach. Würde den als erstes mal hier in dem Bereich von 1910 legen als initialer Stop, wenn wir hier eingestoppt werden und sobald es dann eben positiv wird, ziehe ich hier entsprechend die Kerzen hinterher. Wie lange soll die Stop-Buy gültig sein, fragt ein Teilnehmer. Ja, das ist also ein Trade, der, wie gesagt, sich in den nächsten Tagen hier entscheiden sollte. Mit heute rechne ich noch nicht damit, dass wir da hochkommen. Sollte aber bis Mitte der Woche sollte das im Prinzip passieren, wenn hier entsprechend Dynamik anhält, dass hier dieses W vollendet wird, dass hier diese Widerstände rausgenommen werden. Das heißt, das ist ein Trade, den ich jetzt erstmal vom zeitlichen Horizont bis nächste Woche laufen lassen möchte. Den Stop-Loss, der Stop-Buy sollte hier im Laufe dieser Woche getriggert werden, also ausgelöst werden. Wenn der Markt vorher abdreht, dann kommt der Trade gar nicht zustande, denn dann bleibt weiter das Short-Szenario sozusagen die Wahl Nummer 1. Dann sollte man halt eher weiter auf Short setzen. Aber wenn hier in den nächsten Tagen, also wie gesagt, Zeithorizont wirklich die nächsten Tage, dieser Stop-Buy-Order getriggert wird, dann rechne ich hier mit einem kurzen Überschießen nochmal Richtung 2000 Punkte im S&P. Dann eine weitere Zwischenfrage. Was sind das für blaue Linien im Chart? Aus welcher Zeiteinheit hergeleitet? Diese hier, das sind einfach ganz normale Widerstand- und Unterstützungslinien. Also ich habe hier einfach nur hier die horizontale Linie reingenommen. Hier unten, das sind die ist der Unterstützungsbereich bei 1810 ungefähr, also 1800 kann man mal grob gefasst sagen, wo sich der Markt hier einmal Mitte Januar und dann nochmal Anfang Februar wieder gefangen hat. Also einfach dieser Unterstützungsbereich. Und hier oben haben wir eben das Widerstandsniveau, was sich eben ableitet aus der ersten, aus diesem ersten Move oder ersten Gegenbewegung, die wir gegen Ende Januar hatten und dann eben momentan auch nochmal aus diesem zweiten Move, den wir jetzt seit Anfang Februar sozusagen sehen. Also einfach Widerstand, Unterstützung. Und hier oben die ganz blaue Linie, das ist im Prinzip der Unterstützungsbereich, den ich ableite aus den Abverkäufen, die wir hier im Oktober, November, Dezember gesehen haben, wo der Markt halt hier erstmal gedreht hat oder kurzfristig einen Boden gefunden hat sozusagen und erst als es dann hier Anfang des Jahres dynamisch drunter ging, hat diese ehemalige Unterstützungslinie, dieser ehemalige Unterstützungsbereich seine Gültigkeit verloren oder seine Relevanz verloren und das wird dann erstmal als Widerstandsbereich, das heißt, das ist einfach meine Zielzone für diesen Trade, sollten wir hier eingestoppt werden, dann rechne ich eben damit, dass der Markt hier diesen Widerstandsbereich, diese ehemalige Unterstützungszone nochmal anläuft und die liegt ungefähr bei 1990 bis 2000 Punkte, also auch so Pi mal Daumen in der Ecke. Wenn du zum S&P erstmal nichts zu sagen hast, dann noch eine Rückfrage zum DAX, wenn wir nochmal zum DAX gehen. Ein Teilnehmer fragt, warum sollen sofort das positive Gap im DAX geschlossen werden? Alle, die short unterwegs sind, müssen ihre Position schließen und der DAX steigt? Also diese Gap-Closing-Geschichten, natürlich, klar, die hängen natürlich damit zusammen, dass entsprechend der Marktteilnehmer auch schon vorher positioniert sind. Also wer sich jetzt, wenn wir jetzt nochmal, wir gehen nochmal hier in den Tageschart vom DAX, wir hatten ja diesen starken Abverkauf und dann eben hier die Stabilisierung in der vorherigen Woche, vor zwei Wochen sozusagen, vor zwei Wochen hier so Stabilisierung, der Markt hier auf Tageshoch geschlossen und am Montag dann gleich mit einem Riesengap eröffnet. Natürlich sind dann hier erstmal die Leute, die hier noch short waren oder hier weiterhin Short-Positionen hatten, die sind erstmal dabei, ihre Short-Position einzudecken und hier entsprechend nicht dafür zu sorgen, dass das Gap geschlossen wird, sondern eher, dass der Markt weiter in die Richtung nach oben sozusagen läuft. Andererseits, wer hier eingekauft hat, macht übers Wochenende halt auch schon mal einen relativ guten Gewinn. Und wenn er, je nachdem wie zittrig eben diese Hände sind, wenn er eben dabei ist zu sagen, okay, ich habe jetzt hier übers Wochenende 3%, 4% verdient mit meinen Aktien, verkaufe ich die halt wieder, kommt dann eben der Druck auf der anderen Seite. Man muss natürlich hier sagen, und das hatte ich glaube ich auch letzte Woche gesagt, dass wir vorherrschend den Abwärtstrend haben, hier viele natürlich schon raus waren aus den Positionen, viele auch short positioniert waren und relativ wenig sozusagen hier den Mut hatten, in dem Bereich irgendwo long zu gehen. Die haben dann wahrscheinlich auch schon den ersten Teil gegeben hier, aber wenn dann der Markt weiterläuft oder wenn die Shorties sich halt
eindecken. Warum soll dann jemand, der long positioniert ist, da sofort rausgehen? Der bleibt natürlich drin und freut sich darüber, dass der Markt weiter hochgeht. Heute Morgen haben wir es ja ähnlich gehabt, auch da ein leichtes Aufwärtsgap, nicht so eine klare Lücke, wie wir es hier letzte Woche gesehen haben, aber zwischen Schlusskurs am Freitag und dem heutigen Tag ebenfalls nochmal ein Aufwärtsgap. Sieht man immer mal besser in einem kurzfristigen Chart, zum Beispiel hier 30 Minuten, da sehen wir die Kurslücke nochmal, gehe ich ebenfalls davon aus, dass die da kurzfristig nochmal geschlossen wird. Und wir haben auch noch eine Zeit für eine weitere Frage. Die generelle Frage eines Teilnehmers lautet, habe eine Frage zu den Fibonacci-Retracements, Fibonacci. Betrachtet man den 5 Minuten des DAX, dann gäbe es aus meiner Sicht drei mögliche untere Anlegepunkte für ein Fibonacci-Retracement, und zwar bei 9318, 9363 und 9441. Welches ist technisch das Korrekte? Ja, das ist ja, also Charttechnik oder überhaupt Trading ist ja nicht, ist ja keine Wissenschaft, sondern irgendwo ein bisschen was wie eine Kunst. Also da ist viel, natürlich viel Interpretationssache dabei. Ich gehe mal jetzt hier für die Fibonaccis, also ich gucke mir die im 5-Minuten-Chart, ich persönlich, mögen andere Hände anders machen, aber ich gucke mir die im 5-Minuten-Chart eher seltener an. Ich gucke mir die eher im Tageschart an. Und wenn ich im Tageschart davon aus, also da einen Fibonacci reinlegen würde, dann suche ich halt immer den Tiefpunkt oder eben Hochpunkt einer Bewegung, also den Startpunkt einer Bewegung, und ziehe das Ganze bis zum Endpunkt einer Bewegung. Also wir können ja da mal kurz reingehen. Wo haben wir die? Ich nutze die gar nicht so häufig. Sie müssten hier, wo sind die Fibonaccis? Jens, sag mir mal, hilf mir mal kurz weiter. Da finde ich sie auch nicht. Ich persönlich nutze sie auch nicht, aber ich glaube, über Einfügen müsste es, glaube ich, sein in der Menüleiste. In der Menüleiste? Ganz oben. Ja. Das ist noch da einfügen. Ach so, hier, okay, da einfügen. Okay, da haben wir Fibonaccis. Okay, prima. Genau, also da würde ich halt, wie gesagt, zum Beispiel, jetzt, wenn wir das Beispiel hier nehmen, den Tiefpunkt des Marktes nutzen, in dem Fall für die jetzige Long-Bewegung, und dann ziehe ich das eben bis zu dem laufenden Hochpunkt. Also der lag jetzt hier oder hier, je nachdem, wie man es nehmen will. Jetzt ist das so gelb eingefärbt, das ist relativ schlecht zu sehen. Gucken, ob wir das schnell ändern können. Na. Nee, sehen Sie das mit dem Gelb oder ist es zu schlecht? Objekte, Fibonacci, bearbeiten, da haben wir es doch. Fibo-Level machen wir mal nicht gelb, sondern nehmen wir mal vielleicht auch blau rein. Zack, da sieht man es ein bisschen besser, genau. Also dann nehme ich im Prinzip die komplette Bewegung, den Tiefpunkt bis zum Hochpunkt und bekomme dann entsprechend die Fibonacci-Zonen rausgeworfen sozusagen. Wenn Sie jetzt das Ganze im 5-Minuten-Chart machen, ja, kommt es drauf an, dann nutzen Sie ja im Prinzip, weiß ich nicht, wenn Sie sagen, ich will das Intraday machen, dann nehmen Sie halt die Bewegung des heutigen Handelstages. In dem Fall würden Sie, könnten Sie sich entscheiden, weil wir eine Kurslücke haben, ob Sie sagen, ich nehme den tiefsten Punkt von heute und setze da das Fibonacci-Level an, oder ich nehme im Prinzip die Bewegung startete, oder mit dem Übernacht-Gap, wenn Sie das mit reinnehmen wollen, dann müssten Sie halt im Prinzip den Schlusskurs vom Freitag nehmen. Ja, von dem her, also kann Ihnen da jetzt keine Aussage geben, was da korrekt ist oder was da nicht korrekt ist. Wenn Sie es im Daytrading benutzen, ich nutze es im Daytrading nicht, Fibonacci, ich gucke mir sowas auch mal gerne an, aber eher im großen Bild, also großes Bild heißt bei mir im Tageschart zum Beispiel, oder eben auch im, wo haben wir es denn jetzt? Ist schon wieder verblättert? Da. Im Tageschart oder auch im Wochenchart. Ich habe es verblättert, oder? Wo ist es denn? Sind die denn? Hier waren sie drin im Tageschart. Genau. Also im Tageschart gucke ich mir das Ganze an. Da nutze ich die halt auch, um Kurszielzonen zu definieren für mögliche Bewegungen, also Rücksetzungsbewegungen beispielsweise innerhalb des Trends. Aber ich nutze es nicht im 5-Minuten-Chart. Wenn Sie damit gute Erfahrungen haben oder wenn Sie das im 5-Minuten-Chart nutzen, da würde ich halt für Intraday, also für innerhalb des Tages, wirklich sagen, dann nehmen Sie einfach die, die Bewegung des Tages, des laufenden Handelstages, und fangen dann eben mit dem tiefsten Kurs des heutigen Tages an und ziehen es bis zum höchsten Kurs des Tages an. Ja, kurz, knackig, prägnant. Vielen Dank für heute. Wenn Sie möchten, morgen Punkt 10, neue Chance, neues Glück. Da ist dann der Costa aus Würzburg dran. Trade des Tages, Trade Management und vieles weitere mehr. Schönen Start in die Woche und machen Sie es gut. Grüße aus Berlin. Vielen Dank an den Thomas und bis bald. Danke auch. Tschüss. Jawohl, bis dann. Schönen Tag. Tschüss.